zusammen. Heute basteln wir auch mal eine kleine Verpackung. Ich habe so ähnliche Verpackungen schon gesehen. Meine Idee ist jetzt, dass man die halbe davor setzt, das halbe Ei. Und ja, ich weiß, es ist kein Osterhase, aber ist diese dicke Hummel nicht süß? Kann man auch ganz toll mit der Krummelhummel benutzen und die lächelt so freundlich. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Ostergras rein. Aber Achtung, da sollte sich die Hummel nicht allzu viel draufsetzen. Das war eben jetzt ein bisschen geschickter, gell? Ich habe die erst reingesetzt und dann so ein bisschen so dahinter und davor geworfen. Und zwar, wenn ihr diese Verpackung nachbastelt oder nachbasteln wollt, dann seid ihr jetzt hier genau richtig, denn jetzt geht's los. Wir basteln. Was ihr dafür benötigt, Moment, das tun wir mal hier zu der. Ich lege die noch mal hier so hin. Und was ihr benötigt, hole ich jetzt. Wir basteln wieder mit dem Produktpaket originelle Ostereier. Ihr braucht von den Stanzen dieses große Ei, den Hasen und dieses gezackte Muster. Ich habe das jetzt noch mal drauf gelassen, weil ich euch zeigen wollte, wie sehr hoch das bei mir geht. Wobei ich glaube, bei der Variante ging es ein bisschen niedriger. Das messe ich euch nachher nochmal aus. Und zwar ungefähr so hoch, dass ihr hier diese Zacken nicht voll nutzt. Also es hätte noch ein Stück runtergehen können. Man muss so ein bisschen aufpassen. Man orientiert sich hier oben an den Zacken. Aber Tatsache wird das ja hier unten schon gelöst. Und raus kommt dann hier so ein lustiger Schnitz. Das ist so ein Papierrest. Ich habe hier schon so ein paar, weil ich ja schon wie wild für den Osterworkshop vorbereitet habe und gemacht habe. Und die kann man natürlich auch ganz toll noch verwenden in verschiedenen Farben, um das dann noch zu dekorieren. Aber das, ich weiß noch nicht so ganz, ob wir das gleich machen. Ich kann es ja mal zeigen. Dann brauchen wir den Hasen ausgestanzt. Ich habe den jetzt nicht bestempelt, weil ich das irgendwie gerade nicht so wollte. Genau, das ganze Ei und das halbe Ei. Hier, das war jetzt bei mir Verschnitt als Idee. Wenn man das möchte, kann man das hier noch so dahinter kleben auf diese Rückseite sozusagen. Denn wenn man das davor klebt, dann hat das nochmal so einen doppelten Effekt. Aber es bleibt ein Rest, ne? Das möchte ich noch mal betonen. Es bleibt ein Rest. Ja, und dann benötigen wir einen Papierbogen. Ich knicke das schon mal so ein bisschen vor, damit ihr das besser sehen könnt. Da habe ich nur die äußeren angeschrägt, also hier diese Flügelchen. Die Maße blende ich euch ein. Ja. Und dann nur die Falz in der Mitte weggeschnitten. Das fand ich irgendwie am besten. Ach, kriegt es dann automatisch hin, sorry. Na. Die Seitenränder, also habe ich euch eingeblendet, aber sind immer 3 cm. Ich sage es nochmal dazu, weil viele auch mich nur hören. Gar nicht unbedingt so viel gucken. Und hier diese Klebefalz, die habe ich jetzt auf 2 cm erhöht, weil ich fand 1 cm ein bisschen zu frickelig. Man kann das auch in der vollen Höhe machen, also 3 cm, aber das, ich weiß nicht, braucht man nicht dringend. Ja, und so geht's gebastelt. Es ist tatsächlich ziemlich easy. Ach so, und das Stempelkissen. Ich habe jetzt hier Kieselgrau gewählt, weil ich das eine ganz tolle Grau, einen ganz tollen Grauton finde. Der ist so ein bisschen wärmer als Anthrazitgrau. Färbt aber auch so ein bisschen eure Stempel ein. Warum habe ich das hier nicht angeschrägt? Damit man hier noch die Richtung hat, bis wohin man runterkleben muss. Deswegen habe ich nur die äußeren Kanten angeschrägt, weil man das auch nicht so im Detail braucht. Ja? Und das kleben wir jetzt zusammen. Ich klebe gerne, warum auch immer, ich klebe gerne diese kleinen hinter diese größere Fläche, also dahinter.
Der brauchte nicht viel. Also einfach nur so diese circa 2 cm Kleber. Setzt es dahinter. Und dadurch, dass wir das hier unten ja nicht großartig an. Das ist ja doof, dass die Technik heute nicht so will. Dass wir das ja gar nicht angeschrägt haben, legt sich das dann da schon ganz toll rein. Es ist ja im Prinzip nur das Haltekörbchen. Und weil die Hummel ein bisschen größer dimensioniert ist, braucht es eben auch 5 cm mal 5 cm in der Mitte als Nestchen, als Körbchen. Jo. Ach, und wer das Set noch nicht hat und hat vielleicht nur Kreise oder sowas, da könnt ihr mal rumprobieren, dass ihr da euch vielleicht auch einfach selbst ein Ei schneidet. Das geht bestimmt auch, wenn man da so ein bisschen bastelerfahren ist. Ich finde halt das Set ganz toll. Das habe ich aber auch schon in dem letzten Video erklärt, warum, wieso, weshalb. So, und jetzt kommt der Punkt. Wir kleben das, also ihr habt die schöne auf. Moment. Ja, sorry, irgendwas ist immer mit meiner Technik. Also ihr klebt die schöne Seite eures Eis mit der tollen Verzierung, die liegt euch entgegen auf dem Tisch. Ne? Die sehen wir ja dann von der Front. Sieht man es ja nochmal ganz gut. Ich glaube auch, das sieht besonders schön aus, wenn man so einen kleinen Schokohasen reintut. So, dann kann man sich jetzt noch überlegen. Also ich nehme jetzt hier diese angeschrägten Seiten. Es ist ja eh quadratisch. Ich nehme die angeschrägten Seiten, damit die komplett überblendet werden. Und jetzt kleben wir das noch so aufeinander. Ich weiß, dass manche das ganz super duper akkurat wollen. Ich ehrlich gesagt auch. Bin da auch so jemand. Hier habe ich jetzt das einfach so gemacht, dass ich es mittig gesetzt habe, so weit wie möglich runter. Dass man, ich gehe mal ein bisschen näher ran und dann rutsche ich mir noch mal ein bisschen hoch, dass man hier nur so ein bisschen noch Rand hat, den man nicht beklebt, also gerade dieser Zierrand, so als Orientierung, ne? Und dann gehe ich noch mal mit dem Falzbein rein, drücke das so ein bisschen ran. Jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen verzogen, weil ich zu viel zu fest drücken wollte. Aber so, nach bestem Wissen und Gewissen halbwegs gerade. Das ist der Anspruch, den wir hier haben. Und dann, man kann sich schon denken, kleben wir das einfach da drauf. Hier könnt ihr jetzt noch überlegen, ob ihr vielleicht hier so, das sieht ja auch ganz niedlich aus, noch solche Klebesachen davor machen wollt. Bei mir wird es ja jetzt wieder dieser Hase. Achso, ich muss jetzt aufpassen, gell? Wir sind reingezoomt. Und ich würde das jetzt nochmal weglassen, weil mir das so schlicht wie in unserem Beispiel hier so gut gefällt. Deswegen, wer mutig ist, ich habe eben total das Verhauen. Wer mutig ist, kann natürlich auch direkt auf das hier stempeln. Ich habe dann irgendwie die Richtung nicht gehabt. Also dafür, wenn man, das sind ja diese roten, nicht durchsichtigen Stempel. Wenn man da, wie ich, manchmal so ein bisschen die Richtung verliert. Ich mag nämlich diese Aufkleber auf der Rückseite nicht so gerne. Ja, muss man mit leben, gell, dass es mal schief wird. Ich setze mir dann diesen Stempel akkurat gerade auf diesen Acrylblock, damit ich, weil ich nutze dann diese Kante hier zur Orientierung, damit ich gerade bin. So mache ich das, wenn ich es hinkriege. Aber jetzt bin ich ja auch wieder nicht so, weil das ist schon ziemlich schief. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich mich da so verhauen habe. Wir setzen das wieder so halb auf die Mitte. Oh, es hat geklappt. Bin ganz zufrieden mit der Variante. Also das geht so rüber. Und hier setzen wir dann noch das Häschen gleich drauf. Bei der anderen Variante, also ihr könnt es euch schon denken, ich habe es verhauen, ich habe es kaschieren wollen und habe das hier mit den Basics mit Pep ausgestanzt. Wenn ihr eine Kreisstanze habt oder ein Herzchen oder ein Etikett oder. All das könnt ihr benutzen. Aber wir zoomen jetzt noch mal raus, bevor uns hier. Mal gucken, ob es klappt. Ja, so halbwegs, gell? Ich glaube, es ist ein bisschen anders geworden. Also kieselgrau gestempelt.
Und jetzt kommt der Moment, dass wir dieses hier draufsetzen. Wir drehen es auch auf die Seite, also auf die Nase. Machen hier entsprechend Flüssigkleber drauf. Und dann haben wir eine ähnliche Orientierung, wo wir das aufkleben, nämlich auch hier wieder unten an den Rand setzen, so dass man nicht auf dieses Bestickte kommt. Und dann hat man es doch halbwegs getroffen von der Mitte. Geht doch noch mal kurz ran. Sorry für das Hin und Her. Aber ich will euch nur gut. So. Ja. Aber ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und auch hier drücke ich noch mal die Seiten ein bisschen mit dem Falzbein an. Einfach damit es gut und plan aufliegt, weil... Kleine Hummel, was wiegst du denn? Also so 50 Gramm, na, das geht ja noch. Aber da gab es auch noch so Hühner, die fand ich auch total genial. Da weiß ich nicht 100%, ob die auch passen würden, aber die sind auch super süß. So, jetzt haben wir, Achtung, wir haben zwei halbrunde Eier. Und was passiert? Seht ihr das? Es schaukelt. Je nachdem, wie akkurat man gearbeitet hat, jetzt tue ich mal die Hummel da rein. Oh, geht eigentlich. Naja, es kippelt so ein bisschen auf die Seite. Seht ihr das? Was machen wir? Wir schneiden uns, das hat man hier nämlich gar nicht gesehen, wir schneiden uns die Rückseite so ein ganz bisschen flach. Das bedeutet, es steht fest und ruhig. Seht ihr das? Also Beispiel hier, noch nicht beschnitten. Und hier ist es schon angeschnitten. Und da ist es auch wieder ein bisschen wurscht, wie akkurat das ist. Wer möchte, kann das auch vorher schon machen. Ich habe mir jetzt diesen Kniff für den Schluss aufgehoben und dann versuchen wir mal, dass das hier auch scharf stellt. Und dann schneide ich nach bestem Wissen und Gewissen, schon wieder, einfach hier. Tja, wie viel ist das? Ihr seht den Rest, das ist nicht viel. Das reicht schon. Das schneidet ihr weg und schon steht euer Ei. Dann noch das Häschen drauf. Dann nehme ich jetzt Dimensional. Ihr könnt den Hasen auch hier hinten hinsetzen. Es gefällt mir, ich mag immer, wenn diese Figuren, die ich stanze, wenn die so zu der Schrift gucken. Aber das ist auch wieder so ein Spleen wahrscheinlich. Das könnt ihr aber frei überlegen. Vielleicht wollt ihr auch lieber einen Huhn hinsetzen, wenn ihr einen Huhn verschenkt oder so. Da setze ich den wieder hier unten hin. Als würde der am Rand vom Ei sitzen. Hier ist die Kante, ne? So. Wer noch möchte, kann auch hier Schleifchen und Gedöns, alles. Ich habe noch ein paar Klebepünktchen, die nehme ich vielleicht noch. Aber das ist meine schnelle Osterverpackungsidee. Ich hoffe, sie gefällt. Und wie gesagt, Maße habe ich euch eingeblendet. Das darf ich auch nicht vergessen nachher beim Schnitt. Ja, und dann wünsche ich, ups, hoffe ich, ihr kommt gut ins Wochenende. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, gell? Tschüss, ciao.